Hello! Wow! Wo sind die Boys? On the road. On the road. Und vor allen Dingen in Lukas Auto. Das Ding ist, ich habe ja gar kein eigenes Auto mehr im Moment. Und wenn wir einen Roadtrip machen wollen, dann muss Lukas mich fahren. Wo genau wir hinfahren, ja, weiß ich auch nicht. Ist das schon klar durch den Titel? Oder auch nicht? Oder durchs Titelbild? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, wir fahren jetzt erstmal los. Und es läuft bis jetzt super. Wir stehen. Aber ich glaube, jetzt geht es gleich weiter. Wir fahren 1,5 Stunden. Wow, wo könnte es hingehen? Es ist so spannend. Seht ihr, wie aufgeregt Lukas ist? Wow, er ist richtig... Ah, mein wow. Handy. Also, wir fahren jetzt erstmal los. Lukas Auto ist sehr nice, aber auch sehr laut. Und gucken... Oh, wir stehen schon wieder. Ah! Wir fahren ungefähr 20 Minuten und sind 5 Minuten weit gekommen. Danke für nichts. Also, ich... Oh, und die Sonne. Ah! Ich habe auch irgendwo eine Sonne. Ich melde mich später. Tschüss. Wir cruisen hier wie die Wilden und fahren tatsächlich... Was? Warum lachst du jetzt schon? Wie die wilden Hühner. Wie die wilden Hühner, genau. Die wilden Hühner auf Reise. Oh Gott. Und es ist einfach... Ich bin viel zu selten Beifahrer. Hilfe. Tatsächlich fahren wir fast genau dahin, wo Hanna und ich vor diesem Haus, wo wir jetzt wohnen, gewohnt haben. Das ist eigentlich ganz witzig. Wir sind diese Straße so todesoft gefahren, immer in der Zeit, wo das Haus renoviert wurde und als wir es halt gekauft haben. Und was mir hier wieder auffällt, Lukas ist todeskonzentriert, das gefällt mir gut. Was mir aber auch auffällt, wie heißt das denn das hier? Das Weserbergland. Das Weserbergland ist... Laut ist das Auto. Ne? Das, oh Gott, die Kurven hier. Hilfe. Also, das Weserbergland ist echt mega schön. Landschaftlich haben wir hier echt sehr gerne... Wir fahren wirklich genau den Weg. Wir fahren jetzt hier diesen super beschissenen Weg hier rechts. Das ist jetzt die Todeskurve. Achtung. Oh, vorbildlich. Also, wir fahren tatsächlich, ich glaube, wir fahren zu unserem alten Haus. Aber das Weserbergland ist mega, mega schön. Landschaftlich hat uns das hier super gut gefallen, aber das ist so ab vom Schuss hier. Hier ist wirklich gar nichts. Und das Ding ist, Lukas, zeig mal bitte die Straße. Das ist es. Ist das überhaupt eine richtige Straße? Ist das überhaupt erlaubt, hier zu fahren? Also, ihr seht, es gab einen guten Grund, hier wegzuziehen. Wisst ihr, wer hier in der Gegend wohnt? Unser Boy Lukas. Aber wir fahren nicht zu Lukas nach Hause. Wir fahren immer noch 50 Minuten. Gott, wo fahren wir hin? Auf jeden Fall ist es schön hier. Ich mache noch ein paar Aufnahmen. Ich muss direkt die Aufnahme wieder anmachen. Wir fahren tatsächlich an unserem alten Haus vorbei. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es gerade zu Lukas schon gesagt, es gibt ein paar Sachen, in denen ich unglaublich schlecht bin, vielleicht sogar einige, aber eine der Sachen, in denen ich am allerschlechtesten bin, ist Orientierung und Geografie. Was wolltest du sagen? Rasenmähen. Rasenmähen, ja. Ihr werdet vielleicht, obwohl aus der Distanz sieht man das nicht, wir smashen jetzt gleich mit Lukas unglaublicher Reisegeschwindigkeit von nahezu 400 km/h an diesem Haus vorbei und ich versuche eine Aufnahme zu machen. Es ist sehr weit weg, aber ich gebe mein Allerbestes. Oh Gott, wir sind zu schnell. Moment, ich versuche mein Bestes zu geben. Achtung, da ist es. Da, das letzte Haus. Ich habe keine Augen. Ich kann nur noch schreien. Ich sehe nichts, aber ich sehe das Haus. Verrückt. Alle haben es gesehen. Keiner hat es gesehen. Es interessiert auch einfach keinen. Wo fahren wir eigentlich hin? Wir machen jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp. Ich habe tatsächlich das Wichtigste heute vergessen. Zum ersten Mal in der gesamten Pandemie habe ich keine Maske dabei. Deswegen muss Lukas mir jetzt eine Maske kaufen. Ein bisschen doof, aber wir haben ein bisschen Verschnaufpause. Es sind jetzt noch, ich gucke hier aufs Navi,
22 Minuten. Wow, ist das aufregend. Wo fahren wir wohl hin? Der ein oder andere hat es tatsächlich schon erraten. Ich glaube, so ein ganz großes Geheimnis ist es nicht. Ich sage nur, ich kann ja nicht selber fahren. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Plätze getauscht, oder? Ich sitze jetzt auf dem Fahrersitz. Volle Kontrolle. Aber über was eigentlich? Tja. Cars. Was für ein Car fahre ich wohl? Ein Fiat Multipla? Ein Fiat Multipla? Ein Fiat Ducato? Oder etwas anderes? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss mich so aufs Fahren konzentrieren, weil ich so aufgeregt bin. Oh Gott, man erkennt ja schon, hier sind vier Ringe. Es ist also nicht meine G-Klasse. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Habe ich das schon gesagt? Nein. Die habe ich ja verkauft. Haha, wie zu erwarten. Ich habe ihn inseriert und innerhalb von 10 Minuten hatte ich eine Kaufanfrage. Und der Preis war so gut, dass ich nicht Nein sagen konnte. Also habe ich ihn tatsächlich für ein ganzes Stück mehr verkauft, als ich damals bezahlt habe. Aktuell habe ich also gar kein Auto, aber jetzt gucke ich mir ein Auto an, nämlich einen Erste Eindrücke gesammelt. Die Leute haben auch schon ein paar Shots gesehen vielleicht. Vielleicht. Je nachdem, ob deine Kameraskills es zugelassen haben bei der Sonne. Es ist eine schwierige Entscheidung. Eine unglaublich schwierige. Weil in mir, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so wirkt, schon ein großer Teil Vernunft wohnt. Aber es ist schon ein unglaublich geiles Auto. Das Fahren ist brutal. Es ist wirklich. Wir fahren ja noch nicht mal schnell. Der Sound ist einfach so gut. Viele haben im Vorfeld schon gesagt oder auch liest man, dass die Schaltung bei diesem Modell nicht so mega geil ist. Ich würde mal sagen, das merkt man schon. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht störend. Also man merkt, dass er schaltet. Aber schlimm finde ich es nicht. Ich finde, man merkt es vor allen Dingen unter 100. Wahrscheinlich, weil er dann sowieso nicht mehr schaltet. Es ist eine mega, mega schwere Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich genieße die Testfahrt sehr. Sehr, sehr genieße ich sie. Und ich glaube, Lukas auch. Also so oder so, egal was passiert, ein sehr guter Tag bis jetzt. Ein sehr guter Tag. Und gleich voll in den Blitzer rein. Boing. High Society. Ja. High Society in Höxter. Ab ins Subway. Film nicht, iss mit mir. Und Lukas einfach so Campingstuhl dabei. Eine Stunde später. Hello! Lukas, das ist ja Visa. Kann schon nicht mehr sprechen. Ich blende euch vielleicht nochmal vorher oder habe ich gerade schon ein paar Stories eingeblendet. Mein Subway-Sandwich war einfach die Säureparty des Millenniums. Ich habe so turbokrankes Sodbrennen. Aber es war es wert. Lukas ist ganz fancy gewesen, hat einen Sub mit Trüffelsoße gegessen. Ich habe keine Ahnung. Auf meinem Campingstuhl. Auf seinem Campingstuhl. Ganz zuverlässig. Casual. Ich habe es euch wahrscheinlich schon eingeblendet, aber wir setzen uns, wir gehen zurück zum Auto. Ich sage noch, ey komm, wir essen einfach auf der Motorhaube. War natürlich mehr ein Witz, weil es ja Lukas Auto ist. Er sagt, nee, warte mal ab, packt einfach einen Campingstuhl aus. Und sie setzt sich dann auf den Parkplatz von dem Autohaus und isst sein Subway Sandwich. Also besser geht's nicht. Aber ich habe totes Sodbrennen. Und wie ihr seht, wir fahren zurück. Ha, kein Auto dabei. Naja, so, oh. Ihr Auto wurde versendet. Ja, ihr Auto wurde versendet. Zum Thema Auto, ich löse es jetzt noch nicht final auf, aber es war auf jeden Fall schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß aber, weil ich vorhin telefoniert habe, dass zu Hause... Oh Gott! Das zu Hause... Wo geht's hier? Wenn wir überhaupt zu Hause ankommen. Da wartet auch noch was auf uns. Eine große Überraschung. Insofern gibt es zwei große Überraschungen. Also ich kann schon mal sagen, die Fahrt hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und da an dieser Stelle nochmal Danke an alle. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ich versuche nicht ins Auto zu brechen mit meinem Sodbrennen. Und bei Lukas wirklich rasanter Fahrweise. Aber wir genießen den Trip.
quatschen ein bisschen und sehen uns gleich, Gott, erstmal gespuckt, mehr oder weniger, wir sehen uns gleich zu Hause oder in der Werkstatt. Nochmal wieder ein kleiner Zwischenstopp. Lukas muss noch tanken. Wir brettern ja hier mit Lukas verrücktem Golf durch die Gegend und der Verbrauch ist doch höher, als ich erwartet hätte. Hier ist ja auch ein etwas größerer Motor drin und wir choppern hier wie die Wilden durch die Gegend. Wir tanken jetzt noch eben und dann sind wir so in einer halben Stunde wahrscheinlich zu Hause. Endlich, weil da wartet ja noch was auf uns. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob ich es zeigen kann. Aber Leute, es ist ein wunderbarer, richtig, richtig nicer Trip. Apropos Trip. Hä? Wo ist der Boy? Wobei kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen bitte etwas abkaufen? Der Typ, oh Gott. Ich hab dich gesucht. Ja? Möchtest du einen Snickers? Ein Snickers, jo. Ja? Ich muss nämlich die Tankfüllung bezahlen. Also zwei Snickers und was auch immer gleich auf der Uhr steht. Wahrscheinlich, das alles. War mein Handy. Alles. Kein Ding, Handy wieder verloren. Ich gehe mal bezahlen. Ich bin wieder zu Hause. Ich weiß, dass ich heute viel aufgerissen habe und nichts erklärt habe. Das machen wir noch. Aber manchmal ist das so. Und es soll ja auch langfristig ein bisschen spannend sein. Ich zeige euch noch ganz kurz, was angekommen ist und das Chaos hier. Nur kurz. Was da drin ist, das zeige ich euch im nächsten Vlog, versprochen. Und wie... Psycho. Wie es mit dem Autothema weitergeht, das verrate ich euch auch ganz, ganz bald. Oder ihr seht es vielleicht in den Stories oder so. Ich weiß nicht, Lukas hat irgendwas vor, also der Vlog ist zu Ende. Ciao.